Wir kommen heute mal wieder zu einer Folge von Angeschaut und Ausprobiert und am Anfang, wie gehabt, die Spielauswahl für die heutige Folge. Und es ist Florencia. Okay, es ist wieder ein MMO. Mal schauen, wie lange das braucht, bis es runtergeladen ist. Okay, also das Spiel benötigt 3,5 GB und beabsichtigt 1,1 GB runterzuladen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Okay, da gibt es gleich das erste Problem. Der Virenscanner mault rum, dass da etwas Verdächtiges drin ist. So, nach einigen Schwierigkeiten bei der Installation, nachdem ich den Virenscanner dann vorübergehend bis zum Runterladen rausgenommen habe und danach jetzt wieder eingeschaltet habe. Mal gucken, ob das Spiel jetzt zumindest soweit funktioniert. No PvP. Na, machen wir ruhig mit PvP. Schauen wir mal, dass wir mit Magie ins Spiel kommen. So, also dann den Countdown von einer Stunde gestartet und mal schauen, wie schnell mich das Spiel an die Hand nimmt und was ich hier genau alles anstellen kann. Okay, also eine deutsche Übersetzung oder irgendwas hat es auch nicht. Doch. Okay, also an sich ist schon eine deutsche Führung da, aber die Screens sind dann teilweise noch mit englischen Screenshots versetzt. Anlegen, Geld anlegen, Waffe wechseln. Ich bin hier vorher zu Shaman Book. Unterhaltung mit Jamie. Rettung für kranke Mushrooms. Und das kann ich noch nicht annehmen. Okay. Potential Quest. NPCs mit zusammengeholten silbernen Schriftrollen. Über den Kopf, dass der Quest erst angenommen werden kann, wenn der Charakter stärker geworden ist. Okay. Also ich muss ja dann irgendein Inventar haben und ich soll einen Dagger anlegen und irgendwas anderes. Das Karite Noble Saint, was auch immer das ist. Okay, kann ich die jetzt abgeben? Bruno. Sammle Little Dodos Maro. Okay. So, das ist jetzt die. Was ich entschieden, möge die gewaltige Weisheit mit der Natur mit dir sein. Okay. Was ist das? Keymap. Schon meine Erfahrung. Also Charakterinformationen. Inventar. Zweitprofession. Wahrscheinlich Kräftigen und so ein Krimskrams. Skillbaum.
Okay. See. Geister. Ich kann dir schon einen Skillpunkt vergeben. Noch nicht. Naja. Ah, hier sind meine Quests. Waffe wechseln. Okay, womit soll ich die Waffe wechseln? Skillbooks lesen. Wie komme ich denn jetzt an die Quests ran? Indem deine Quest abgelöst wird, die verbrochene Belohnung. Gut. Okay, also dieses komische Ding ist eine zweite Waffe und mit R kann ich das Ding wechseln. Okay, die nächste Belohnung. Land Skillbook lesen und Land Skillpoints benutzen. Okay, Skillbook lesen, Skill Points benutzen. Aha. Das heißt, ich habe tatsächlich einen Skill Point, aber ich brauche erst die, muss erst die über irgendwelche Bücher einlernen, bevor ich dann wirklich Punkte vergeben kann. Gut, dann ist das auch schon wieder abgeschlossen. Dein Skill in die Quickslot-Leiste ziehen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Naja, Angriff nach vorne. Okay. Potions in die Quick-Leiste einführen. Ich nehme mal an, die da. Gut, nächste Quest. So, Jagd auf Wegfungi. Gut. Ja, wohin auch immer. Also, Quest. First Battle. Schwupp, schwupp.
Okay, bleib stehen. Perfekt für Items found for hunting. Ich will nur, ich helfe dir, die private Stores zu öffnen. Quests. Wicked Tick. Ist noch zu früh. Okay. Dann nicht. With strong monsters, you have to protect yourself. Let's learn about the way you battle. The monster will be selected by left clicking on it. Left click and right click. Left click or right click on the target to make the character attack. Und mit R kann ich die Waffen wechseln. Alles klar. Mushroom collecting place. Level erreichen ist strange. Ist mehr. Okay. Drei Statuspunkte. So eine Lichter und ich kann den Krimskrams einsammeln. Ja, guck du nur zu. Hört auf wen, ein Gegenstand wird verkauft, kann benutzt werden, benutzt sich zur letzten Stadt. Quest abgeschlossen. Okay, und wie gebe ich die jetzt ab? Ich kann mehrere aktiv nebeneinander setzen. Sammelitteros Maros. Rettung für kranke Mushrooms. Das heißt, ich habe da jetzt schon irgendwelches Zeug eingesammelt. Ah, das hier. Sick Mushrooms. Gut, dann kann ich ja hier noch ein paar weitermachen, damit ich insgesamt 10 bekomme. Und vom was ist das? Okay, das ist der Shop, der nicht angezeigt wird, weil er wahrscheinlich irgendwie ein Overlay benutzt. So, dann brauche ich aber immer noch Infos zu den Quests. So, jetzt Little Dodos Maro ist noch die Frage, wo ich die herbekomme. So, jetzt habe ich doch das nötige Rezept. Ja. Aha, das heißt, ich kann das immer nur einmal verwenden. Was hat er denn da gefunden? Eine Trainingspistole.
Ist denn jetzt so schnell verschwunden? Dann kann ich das zweite Rezept ja auch verwenden. Gut. Okay, also Altar of Memory. Fate of the Village. Okay, da muss ich nachher das Zeug wieder abgeben. Und hier stecke ich im Moment. Okay, das Little Doros ist da drüben. Bevor ich nicht Level 5 bin, kann ich auf jeden Fall die anderen Sachen nicht nutzen. Die kann ja schon ganz kritisch zuschlagen. So, das ist auch abgeschlossen. Wieso kann der nicht einfach zum Questgeber zurücklaufen? NPC Position, Lockstone, Sunrise Hill, Monster Fungi, Dingsbums. Mhm. Jamie müsste ja irgendwie da oben sein. Nee, Tricia. Jamie ist da drüben. So, hast du jetzt eine Quest für mich oder nicht? Quest? Nee, noch nicht. Alchemie. Grundgüte und sogar Alchemie und so ein Zeug. Aha. Super. Das ist jetzt das ganze Handwerk. Also, so richtig werde ich im Moment nicht warm damit. Also, First Battle abgeschlossen. Und heute mit Steffen. Okay. So, Face of the Village. Belohnung annehmen. Sammeln von Essenzen bei Strong Fungi. Na, prima. Okay.
So, ich bin jetzt Level. Immer noch Level 3. 89%. Auto-Move nicht möglich. Auto-Move nicht möglich. Sieden lebt im Hafenviertel Südosten der Stadt. Besitzer der Werft dorthin. Kann ich die nicht verschieben? Ich kann sie nur mal wieder zumachen. Naja. Okay. Ah ja. Essential Parts können ausgerüstet werden, wenn sie in demselben Rang und dieselbe Klasse hat. Also was ist jetzt mit dir? Gut. Downer of the Dockyard. Belohnung annehmen. Jetzt habe ich nochmal mit dir unterhalten. Okay, die Quests gehen wieder noch nicht. Fünf sind Levels available. Ach Mann, was habe ich denn jetzt da schon wieder für eine Quest angenommen? Ein Käse, erst den Dialog zu beenden, um dann nochmal den Dialog zu starten. Okay, also es gibt noch angeblich viele andere Quests. Wisst ihr noch nicht wo. Also gut, den brauche ich sowieso dann noch. Muss ich erstmal das Zeug sammeln. Gut, dann machen wir jetzt die Dodos Maros, die glaube ich auf der anderen Seite liegen. Ach, dieses langsame Rumgewatschel ist doch anstrengend. Also Little Dodos Maro, wo finde ich euch? Ah, da ist so ein Altar of Memory. Nutzt der Spieler Bewegungs-Items, so kann er sich entweder zum aktuellen Insel bewegen oder zu einem Speicherpunkt auf See. Seine Position an diesem Ort speichern, indem du kannst du hier zurückkehren. Magic Stone of Memory. Okay. Noch keine Dodos. Ah ja, gut, da sind die Little Dodos. Also, Angriff. Da oben ist mein Lebensbalken.
Und ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ja, was jetzt? Ah, da drüben. Also Feuerholz gibt es hier jedenfalls auch noch nicht. Muss ich die Großen angreifen? Da bin ich ja schon fast drauf gegangen. Dann versuche ich mich mal erstmal weiter an den Fungis und werde mit denen hoffentlich auch noch das eine oder andere Feuerholz einsammeln. Strong Fungi sieht mir aber nicht nach Fungi aus. Goldschmiede, Production Skills. Okay, probieren wir es erstmal mit einem normalen Fungi, um zu gucken, wie schnell der mich killen kann. Ja, ich habe wieder ein Rezept bekommen. Naja, das mit dem Strong Fungi scheint ja ganz gut zu klappen. Gucken, ob der auch Feuerholz hat. Aber wahrscheinlich nicht. Ah, automatisch looten. Da kann ich es auf jeden Fall einschalten. So, gleich mal gucken, wie der Autoloot funktioniert. Na toll, die Fenster skalieren nicht mit. Ah, super. Okay, man muss aber trotzdem sich für jedes extra das Ding holen. Das ist doch schon wieder blöd, dass das Fenster dann so klein wird. Oh, da ist ja viel drin jetzt, dem ich da Alchemist angewählt hatte.
Kann hergestellt werden, gar nichts. Gelernte Skill, auch keine. Naja, dann nicht. Aber allzu viel haben die Fungis dann auch nicht drin. Das heißt, keine Ahnung, wie viel ich von denen sammeln muss, bis ich da mal dann vorwärts komme. Aber jetzt kann ich endlich die Sachen anlegen. Meine erste Ausrüstung. Die Pistole kann ich nicht verwenden, die ist bloß für den Explorer. Ah, jetzt kann ich endlich vernünftig angreifen. Zweiundfünfzig, das ist doch schon ganz ordentlich. Ich habe doch hier gerade ein Schild bekommen. Mercenary, na super. Ja, aber wie kann ich denn mit Magie angreifen, wenn ich überhaupt keinen Magieangriff habe? Ja, damit ist die Stunde auf jeden Fall schon mal um. Und ich werde jetzt allerdings noch die Holzsammelquest irgendwie fertig machen. Und dann die Mission zumindest abgeben. So, jetzt ist voll. Noch ein Feuerholz, dann ist es vollbracht. Ja, da war es nicht dabei. Gut. Jetzt kann ich die ganzen Quests abgeben und das ganze Zeug verkaufen. Okay, wo muss ich jetzt wieder die Quest abgeben? Du lagst da. Muss ich da unten lang? Okay, Dodos jagen. Ah ja. Ohrringe. Bring die Magic Candle zu Mercenary Queen. Kann ich eigentlich hier auch Zeug verkaufen? Jawohl. Mercenary Explorer. Noble.
Mercenary, Noble, Mercenary. Ja, alles Klimbim, was ich sowieso nicht benutzen kann. Okay, die kann verwendet werden. Die auch. Die nicht. So, den brauche ich auch nicht mehr. Hundertsechzehn. Lohnt sich ja nicht sehr. Stimmt, ich habe den Brief noch gar nicht ausgepackt. Eine Robe. Wo ist die jetzt hin? Da. Verbleibende Zeit 7 Tage. Nach dem Upload wird das Item gelöscht. Na super. Ah, auf das Ding bezieht sich das halt. Mal gucken, lassen sich die auch verkaufen. 10 bringen die. Also die lässt sich für 10 verkaufen. Und der für 30. Na, wenn das Rezept schon 10 kostet und der jeweilige Pilz auch 10, dann ist es ja auch bloß aufsummiert. Ah, ich habe Fischen gelernt. Genau, erstmal zum Meister Jamie jetzt noch die Missionen abgeben. Also ich kann hier schon die ersten Fähigkeiten kaufen. Die sind ja jetzt nicht sehr teuer. Den kann ich zwar kaufen, aber es macht keinen Sinn, weil den habe ich schon. So, den kann ich eh noch nicht verwenden. Ausgewählten Items gekauft. Wie schön. Da muss ich sie ja nur noch lernen. So. Inventar. Skills. Sehr schön. Okay, Flow of Darkness kann ich erst ab Level 8 machen. Und jetzt bin ich Level 6. So, dann kann ich jetzt aber endlich meinen ersten, vielmehr zwei Kampfskills, wobei, was macht er eigentlich? Erhöht den Erholungswert. So, das heißt, das ist eher ein Support-Skill. Und das ist dann der Angriffsskill 54. Jawohl. Gut. Schießen mit erhöhter Geschwindigkeit die Kanone auf Ziele. Durch das Feuern naher Feinde wird deren Geschwindigkeit verringert. Mehrmal auf naheliegende Ziele. Irgendwie mal die Führbarkeit des Schiffes. Ja, ich bin zwar noch nicht auf See gewesen, aber mal schauen, wann das dann relevant wird. Okay, Kurs Geschichte. Wer ist Kruja? Okay, die da unten.
Ah ja, jetzt kann ich das Trench Customer annehmen. Gut, ein Plakat für Willi. Ja, es wird nicht alles immer automatisch gestackt. So, nächste Quest abgeben. Okay. So, mit diesen ersten Dienstboten-Quests schließe ich jetzt das Video auch erstmal ab, den ersten Blick ins Spiel. Insgesamt sieht es grafisch ganz nett aus, aber irgendwie spielt es sich etwas langsam. Und mit den vielen Texten, das ist jetzt nicht so spannend. Irgendwie gibt es nicht wirklich was zu tun oder aktiv zu sein, irgendwo gezielt hinzuklicken, weil es funktioniert dann doch eigentlich vieles zum Autolaufen. Es ist ganz angenehm mit der Karte, einfach hinzuklicken und dass der dann dahin läuft. Die Loots sind etwas umständlich, auch wenn jetzt das Autoloot immerhin, wenn ich den draufgeklickt habe, automatisch das Zeug rausnimmt. Da kann ich auf jeden Fall auch schon mal eine stärkere ausrüsten. Ja, dann kann ich das eine ja gleich mal ausrüsten und das andere. Verkaufen. Okay, bringt nichts, aber Hauptsache ist erstmal weg. So, dann muss ich nochmal kurz zu der Alchemie-Tante laufen. Jawohl, Verbrauchsgüter. Angelbedarf, Rezepte, Alchemie und das Material. 100! Das ist aber teuer. Okay, dann mal schauen, dass ich noch einen von diesen Rezepten ausfülle. Kann ich verwenden? Du hast den Skill noch nicht. Okay, Alchemist Minor Powder. Okay, das heißt, ich muss erst das Rezept lernen. Das ist natürlich dann schon ziemlich teuer. So, jetzt habe ich es gelernt. Ach so. So, jetzt habe ich es gelernt. Zwei Punkte. Und dafür 100. So, ist jetzt die Frage, wie teuer ist denn dieser Trank, den ich da hergestellt habe? Und wo ist er? Dafür, dass ich dafür 100 für die Flasche bezahlen muss, ist es ja absurd, dann nur 13 zu bekommen. Also da scheinen die Alchemie-Sachen oder halt überhaupt das Handwerk ziemliche Geldsenken zu sein. Naja, also zumindest habe ich da jetzt nochmal schon mal den ersten Teil ausprobiert oder vielmehr das erste Rezept einmal hergestellt. Und das ist auf jeden Fall ziemlich kostspielig, das Ganze. Und wer weiß, wie teuer dann die unterschiedlichen Elemente da noch sind. Soweit für heute, für angeschaut und ausprobiert von Florenzia. Die Quests spielen sich schon etwas zäh, bis ich das Holz da zusammen hatte, hat es schon ziemlich lange gedauert. Und irgendwie gibt es dabei ziemlich wenig zu tun, weil an sich ist ja alles Autoangriff. Und sobald ich den Mob einmal angeklickt habe, findet der Rest automatisch statt. Danach muss ich dann bloß nochmal rechtzeitig auf den Mob klicken, damit ich auch das Loot zumindest jetzt auch automatisch einsammle. Aber
Es ist alles doch ein bisschen umständlich in der Bedienung. Wer von euch noch solche Spiele mag und einfach so ein bisschen entspannt irgendwelche Quests erledigen will, der kann das ja gerne mal ausprobieren. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!